Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cities. Beim letzten Mal haben wir die Altstadt befüllt, wobei, genau genommen, wir haben sie ein Stück weit befüllt. Ich habe den Rest noch aufgeführt. Ich hoffe, euch hat die Mitfahrt, nicht Mitfahrt, die Kamerafahrt gefallen. Mir auf alle Fälle. Wobei ich sagen muss, es sieht jetzt so von oben mehr aus, als es dann mit der Kamerafahrt eigentlich war. Ja. Ich habe sogar den Industriepark hier noch befüllt. Ich weiß nicht, wie gut man das gesehen hat. Den Brand hat man leider auf alle Fälle gesehen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum die hier ständig alles in Brand stecken. Ja, keine Ahnung. Wird sich dann schon zeigen. Wir haben ja auch die 7500 schon lange erreicht und die 10.000 auch fast schon. Von daher, wir können noch eine ganze Menge Gebäude in dieser Folge platzieren. Und das würde ich sagen, machen wir auch, denn wir haben unendlich viel Geld. Und wenn dann noch was übrig bleibt, lasse ich meiner Bauwut einfach freien Lauf. Und stell schon mal hier das Kreuz hin, ganz viele Autobahnen, ich werde mit den Zügen anfangen und all solche Dinge. Ich glaube, das wird schon passen. Weil gerade die Züge kosten, glaube ich, recht viel Geld. Oder wir stellen hier noch einen Güterbahnhof auf. Noch eine Sache, ich habe hier schon mal die Straßen hingestellt, denn hier fing es an, sich zu stauen. Und das konnte ich ganz einfach dadurch umgehen. Hier den Stau habe ich aber nicht komplett wegbekommen. Und das sind hauptsächlich Leute, die halt wirklich unsere Abfahrt benutzen wollen und auch viele LKWs in der Kleidung. Von daher ist es wichtig und gut, glaube ich, wenn wir jetzt hier schon mal die Straße anschließen und dann hier oben den Güterbahnhof hinstellen. Dann geht vielleicht vieles da drüber. Das sollte das hier nochmal ordentlich entlasten. Warum auch immer die sich überlegt haben. Also, ja, die ordnen sich immer meistens sehr früh ein. Aber Fakt ist auch, die machen teilweise, die nehmen die dümmsten Wege. Nur hier nehmen sie den cleversten Weg und zwar den kürzesten hier, wenn sie hier die Ausfahrt nehmen wollen. Sonst machen die sonst irgendwas. Die ordnen sich dann auch teilweise als Tier ein, weil das hier als Zwischenpunkt gilt oder sonst irgendwas. Ja, und hier alle an einer Mautstation. Der Arbeiter hier ist total überlastet und die anderen drehen Däumchen. Aber okay, da schauen wir mal, wie weit wir mit dem Güterbahnhof kommen. Wenn nicht, muss ich mir da noch was überlegen. Wird schon passen. Andere Sache noch, ich habe hier noch ein bisschen die Staumauern, die Dämme, die Hochwassermauern hingestellt. Ich hoffe, das passt und ich habe auch gleich noch ein paar Fischfabriken hingestellt. Ich weiß nicht, wie clever das war, aber ich dachte mir, gerade so ein kleiner Zipfel, den können wir ruhig nutzen, wird schon schief gehen. Aber bevor ich hier noch Ewigkeiten weiter erzähle, wie wäre es denn einfach, wenn wir es uns anschauen? Was haben wir denn alles so bekommen beim letzten Mal? Campusgelände. Dann ist es gut, dass wir zum Beispiel hier drüben angefangen haben, denn hier könnte man wunderbar eine Berufsschule irgendwo hinstellen. Ich weiß noch nicht ganz genau wo und wie und sonstige Sachen, aber das überlegen wir uns. Wobei, ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Nehmen wir hier die zwei großen Inseln, wo hauptsächlich die Leute drauf leben werden. Hier einen Campus, die aber zur selben Uni gehören. Das wäre doch was. Ich würde sagen, so probiere ich das. Am besten legen wir das auch gleich mal an. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, Campusgelände zeichnen. So, Campus 1, du hast einfach Campusgelände, okay. Bauen Sie ein Verwaltungsgebäude, ja, ein anderen Mal. So, und ich nenne nicht Campusgelände, sondern... Ja, wie nennen wir dich denn? Ist hier eine Berufsschule. Und hier sind wir hauptsächlich auf den Inseln. Wie wäre es denn mit... Hochschule für... Das ist vielleicht nicht der schönste Name, aber für Fischerei und Dammbau. Da fällt mir bestimmt auch was Tolleres ein. Aber so fürs Erste, ich habe mir den Namen nicht vorher überlegt. Passt das? Und ich überrasche euch dann vermutlich beim nächsten Mal mit einem neuen Namen. Weiter. Steuerrichtlinien. Das finde ich nicht verkehrt. Wir haben noch ganz viele Richtlinien bekommen. Wir haben hier hoffentlich schon die Rauchmelder drin. Oh, hier sind gar keine Rauchmelder drin. Das mache ich mal schnell. Haustierverbot, ich weiß nicht. Bin ich nicht so der Freund von. Rauchverbot bin ich eigentlich ein Freund von, aber da steht verringert Bürgerzufriedenheit etwas und das möchte ich gern vermeiden, weil das Gute daran wäre, es hätte Bürgergesundheit etwas, nur
Die Bürgergesundheit kann uns, glaube ich, komplett egal sein, wenn wir uns das mal anschauen. Kein einziger kranker Bürger und dafür eine Heilungskapazität von 300. Ich glaube, das passt. Ups, da sind die Richtlinien gerade raus. Na, so nicht. Wobei, wenn wir einmal hier sind, wir wollten uns ja so oder so die Steuern anschauen. Wie wäre es, wenn wir die Steuern anpassen? Möchte ich die auf 9% lassen? Ich glaube schon. So, Richtlinien. Bildungsschub hätten wir auch noch. Geben Sie Ihrem Bildungsbudget etwas Schub, damit junge Erwachsene Bildung automatisch den Arbeiten vorziehen. Priorisiert bei jungen Erwachsenen Bildung über Arbeit. Erhöht das Bildungsbudget um 25%. Können wir machen. Ich würde sagen, überall dort, wo wir dann Uni-Campi aufstellen. Kostenloser Nahverkehr. Seien wir ehrlich, im Moment nutzt den eh kaum jemand. Na, so nicht. Oh, wir sind nur noch bei 78%. Macht dieses kleine Stückchen hier wirklich so viel aus? Hätte ich nicht gedacht. Okay, dann überlegen wir uns da noch was. Dann, wir wollten ja so oder so noch den Bahnhof bauen. Aber ich wollte eigentlich zu diesem Transport hier. 149 Leute nutzen den nur. Oh, hier ist es mittlerweile ein ganzes Stück mehr bei der Altstadt. Aber auch hier stehen sie nicht Ewigkeiten Schlange auf hier. 35, wo bist du denn? Beim Weihnachtsmarkt. Vielleicht noch den einen oder anderen mehr, aber jeder Bus kann 30 mitnehmen. Und das sind dann 210. Wir haben noch nicht mal die Hälfte befüllt. Weiß ich noch nicht, ob das nicht doch passt. Ja, und von der Mondschlucht. Ach. Da. So. Von der Mondschlucht aus, das sollte locker passen. Also ich glaube, das mit dem kostenlosen Nahverkehr könnte man probieren. Aber ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Ich weiß nicht, ich glaube, Güterverkehr ist eher im Moment ein Problem. So. Die Schule ist aus, würde ich dann dorthin stellen, wo wir die großen Industriegebiete haben. Glaube ich. Oder zumindest dort, wo die Industriegebiete nicht voll werden. Und ich glaube, eigentlich sollten die überall voll werden, hoffe ich. Harte Gefängnisstrafen. Verdoppelt die üblichen Gefängnisstrafen. Ich probiere es mal aus, weil auch da, wir haben mehr als genug Gefängnisplätze, denke ich. Ich fände Rehabilitierung besser, aber es gibt keine Richtlinie für Rehabilitierung. Und wir haben ja mittlerweile auch unsere kleine Insel hier, wo wir dann potenziell auch ein Gefängnis draufpacken können. Auch das ist sehr teuer. Dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir so exorbitant viel Geld im Moment haben. Zumindest für den Anfang. Ja, am Anfang habe ich hier relativ viel Geld gebraucht, um erstmal hier ein bisschen was hinzustellen. Die ganzen Straßen waren relativ teuer. Und auch hier solche Sachen wie Hubschrauber und dergleichen immer wieder teuer. Und mittlerweile, wenn es einfach mal ein bisschen laufen lässt, das Geld kommt reingespudelt. Zusatzisolierung, kein Strom fürs Heizen und nur Strom fürs Heizen. Das lasse ich. Das macht sicherlich einen Unterschied, wenn wir eine Winterkarte spielen würden. Im Moment, ich glaube, das läuft. Unser Heizkraftwerk sollte locker ausreichen. Das passt schon. Das ist auch günstiger als die Zusatzisolierung, denke ich. Hubschrauberpriorität. Das wäre gut für kleine Inseln, wie zum Beispiel hier die, wo vermutlich wenig eigene Dienste drauf sind. Lieber mit der Fähre? Oh, das wäre schön für hier unten. Denn wenn wir hier das Trick da hinstellen, kommt hier gleich lieber mit der Fähre drauf. Hohe Ticketpreise werde ich nirgendwo machen. Weil die Passagierzeit zurückgehen könnte. Pädagogische Zeppeline nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Zeppeline irgendwann mal nutzen, aber probieren wir es. Apropos Zeppeline. Ich würde hier einfach mal alles reinhauen, was wir potenziell irgendwie nutzen könnten. Überland Busbahnhof. Eigentlich hätte ich hier gerne das Terminal gehabt. Das gibt es aber erst bei 22.000. Dann spare ich mir das erstmal. Oberlandbus hat mal gesagt, hier oben. Trams noch weiter oben. U-Bahnen sind so mein Notnagel, wenn irgendwas schief geht.
warum U-Bahn oberirdisch laufen sollten, das sind, glaube ich, seltene Anwendungsfälle. Das können wir vielleicht uns irgendwann mal überlegen. Ja, dann hier, wie viel kostest du? Passt schon. Ist auch nicht so teuer. So, ich schalte mal aber gleich mal aus. Nur, dass ich schon mal das Geld ausgegeben habe, dann brauche ich es nur noch hin und her schieben, wenn ich es mal nutzen möchte. Dann haben wir auch was für die pädagogischen Zeppeline. Taxizentrale steht hier schon, Sightseeing-Busse steht da schon. Post, wir haben eine Postsortieranlage. Die möchte ich gerne mal nutzen. Die kann hier direkt bleiben. Bin ich gespannt, wie viel wir da nutzen. Denn, also ich weiß zum Beispiel, wenn wir uns mal die Post anschauen, die sammeln hier zwar ein, aber die fahren auch hier hoch. Und das dauert unendlich lange. Von daher, wenn das Gebiet hier weg ist, was demnächst der Fall sein könnte, dann sollten die nur noch hier ihren Job machen. Dann sollte es auch alles im blauen Bereich sein, hoffe ich. Werden wir dann sehen. Dann. Das hier aus. Und wir wollten uns weiter. Ne, warte mal. Eine Sache haben wir noch vergessen. Ah ne, das sind nur die Hubs. Oh, wir haben einen neuen Hub. Busüberlands-Bus-Hub. Wo ist denn der Unterschied dann zu dem anderen Hub? Separate Bussteige für Lokal- und Überlastbusse. Das klingt eigentlich nach dem, was wir haben wollten. Wo ist denn der Unterschied zu dem Ding? Überlandbusbahnhof. Nee, warte, das ist der kleine Überlandbus-Terminal. Ermöglicht Platzierung regulärer Bushaltestellen. Und auch hier. Muss aber ein Unterschied sein. Dient als Hub für ankommende und auswärtige Passagierbusse. Setzt Busse zum Passagiertransport ein. Der Busbahnhof benötigt eine Autobahnanbindung. Der Überlandbusbahnhof benötigt keine. Bin überfragt. Vielleicht müsste ich es einfach ausprobieren, bevor ich hier Rätsel rate. Aber ganz ehrlich, wenn wir hier schon einen Hub haben, warum nicht den direkt nutzen? Den wollten wir hier hinstellen. Schon sind 100.000 weg. Hast du einen U-Bahn-Anschluss? Ich glaube schon. Ach nee, warte mal, du hast keinen U-Bahn-Anschluss. Hat das andere Ding vielleicht einen U-Bahn-Anschluss? Ich weiß, irgendeines der Überland-Busteile hat einen U-Bahn-Anschluss. Dann stehe ich hier daneben dann noch, also wie auch immer, also das hier ist nur rein provisorisch, das habe ich jetzt irgendwie hingestellt. Dann geben wir dir dann noch einen U-Bahn-Anschluss, wird schon passen. Was mich interessieren würde aber ist, wo wir hier genau die Busterminals reinbekommen. Hier so zum Beispiel und hier hinten ist für Überlandbusse reserviert. Das ist gut zu wissen. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anschlüsse. Damit können wir arbeiten. Gut, dann weiß ich Bescheid. Wie viel Kraft machst du eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. 75, okay. Dann können wir arbeiten. Ja. Dann freut euch auf ein wenig Bus-Action demnächst, würde ich sagen. Aber wir waren eigentlich bei den Richtlinien. Plastikrecycling, das lohnt nicht. Ich glaube, da kann ich einfach ein neues Recyclingzentrum aufstellen und die Sache läuft. Das könnte man gebrauchen, wenn es hier irgendwann nicht mehr ausreicht. Und ich glaube, der Punkt wird relativ schnell kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Müll hier in der Stadt machen möchte. Am coolsten wäre ja eigentlich, wenn wir das Kram hier rauskarren können mit der Müllumschlagsanlage. Gibt es aber erst bei 22.000 Einwohnern. Und das irgendwo dann verbrennen. Dass wir hier eine Verbrennungsanlage einstellen, das aus der ganzen Stadt hierher karren. Schön wäre es,
Aber das funktioniert so noch nicht. Und ich habe ja auch noch ein anderes Teil. Das ist deutlich teurer, macht aber auch keine Verschmutzung. Von daher, das wäre eine Idee, auch sowas aufzustellen. Dass wir dann uns einfach irgendwo einen Ort aussuchen, wo es relativ laut sein kann, ruhig. Und dass dann hier auch nochmal Müll eingesammelt wird. Weil das ist zwar nicht viel Verschmutzung, wobei 25 ist schon ein ganzes Stück. Man merkt es halt trotzdem. Oder wir suchen uns irgendwo ein kleines Ding raus, dass wir noch ein kleines Waldgebiet irgendwo stehen lassen. Und dann einfach die Recycling Center da reinhauen. Oder wir geben halt viel, viel mehr Geld aus und sparen uns dafür die Verschmutzung. Und ich glaube, das klingt nicht verkehrt. Das Ding kostet 8-mal so viel, bietet aber nur 3-mal so viel Kapazität. Von daher, ich finde, das ist kein Ski, das ist schon gerechtfertigt. Wir waren hier. Lieber Parks, klingt gut. Weiß ich nicht, ob ich das nutzen möchte. Kostenloses WLAN. Verringert Briefabsammlung 15%, kostet mich 2 pro Gebäude. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, auch zumal das mit den Briefen kaum einen Unterschied macht, habe ich so für mich beobachtet. Automatisches Sortieren. Durch automatisches Sortieren in den Postsortieranlagen und Postämtern in ihrer Stadt können nicht nur mehr Briefe bearbeitet, sondern auch sortiert werden. Erhöht die Postkapazität um 10%, kostet mich 300. Ich glaube, das lohnt nicht. Wie viel kostet das Postzeug? 80. Dann stelle ich lieber noch ein zweites auf und die Sache hat sich. Oder wenn das jetzt hier... Nee, es geht ja für beide. Und hier... Das kostet mir auch 300 mehr und das sind nur 10%. Das lohnt einfach nicht. Die Unterhaltskosten sind zu gering. Von daher passt schon. Das wäre nur, wenn mir irgendwann mal der Platz ausgeht und wir haben eine ganze Karte für uns. Das wird nicht laufen. Bildung als Profitgeschäft. Grundsätzlich nein. Das ist mir schon in meinem Studium aufgefallen. Das ist keine gute Idee. Ja, bei uns gibt es BAföG. Nur waren es bei mir 80 Euro. Und ich hatte noch eine andere Zuwendung, nicht von meinen Eltern, daher nur die 80 Euro. Und insgesamt lief das dann darauf aus, dass ich im Monat an Zuwendungen bekommen habe, waren es glaube ich 600 Euro. Und allein die Wohnung hat schon über 500 gekostet. Und dann bleibt halt noch 100 zum Leben übrig. Und für Kleidung und für Bücher und dergleichen. Und ich glaube, keinem ist klar, oder jedem ist klar, dass das definitiv nicht ausreicht. Das heißt, es war immer nebenbei mit Arbeit verbunden, was geht. Aber das lief jedes Mal auf eine 60-Stunden-Woche dann hinaus. Und das über Jahre. Das war nicht schön. Buchmesse. Die öffentlichen Bibliotheken organisieren eine Buchmesse. Erhöht die Zufriedenheit und Unterhaltung innerhalb des Radios von öffentlichen Bibliotheken. Klingt nicht verkehrt. Kosten. Unterhaltskosten der öffentlichen Bibliotheken um 100% erhöht. Ich glaube nicht. Zufriedenheit klingt immer toll. Wie viel kostet denn mich so eine Bücherei? 400. Ich lasse es erstmal aus, werden wir dann sehen. Dann. Angelschein. Lass ich, da steht schon Verbrechensrate erhöht um 5% und noch eine Sache, Verbrechensrate. 11%, das nur, weil ich hier was hingestellt habe. Hier, wie auch immer die hier rüberkommen, mit dem Schlauchboot, das ist hier die gesetzlose Insel. Da gibt es auf alle Fälle genug. Und ich glaube, wir haben jetzt auch was freigestellt. Genau, die Polizeihelikopter. Packen wir hier gleich mal mit hin. Dann können die da rüberfliegen und dafür Ordnung sorgen. Vielleicht geht das dann endlich wieder runter. Andererseits macht das dann auch meine Gefängnisse voll. Schauen wir mal. Wir können ja ein Gefängnis aufstellen, das hat man ja schon festgestellt. Touristennahverkehrskarte. Zur Förderung des Tourismus bietet die Stadt Bewohnern umliegender Städte vergünstigte Überlandsbus-Tickets an. Die Stadt erhält 8% mehr Touristen. Kosten. Die erhöht die Unterhaltskosten des Überlandbusnetzwerkes um 15%. Das nehme ich gleich von Anfang an. Ich glaube, das lohnt sich im Moment noch nicht. Später wird es auf alle Fälle lohnen. Nur so habe ich da nicht irgendwann mal in den Bruch drin, sondern es entwickelt sich langsam mit, die 8% mehr. Bauen Sie eine Algen-Aquakultur für algenbasierte Wasserförderung. Okay. Ich würde in Mondschlucht. Wobei Steuerung, das geht nicht gut aus, weil wir haben ja schon die 11%. Ich lasse das mal. Ähm.
Lasst uns auf den Putz hauen. Auf freizeitspezialisierte Gebiete erzeugen keine Steuereinnahmen mehr, genießen aber einen gewaltigen Schub bei ihren Unterhaltungs- und Attraktivitätswerten. Nope. Stadtplanung. Schade, so. Oh, das gibt's direkt bei 10.000. Dann schauen wir uns das gleich nochmal an. 10.000 und 10.000 läuft bei uns. Das haben wir gleich. Sowas lohnt sich eigentlich auch immer. Kurioserweise, hätte ich auch nie gedacht. Wurde mir mal gezeigt. Tolle Sache. Förderung des Radverkehrs haben wir hier auf alle Fälle mit drin. Altstadt habe ich hier mit drin. Passt. Blitzableiter hätte ich gerne für die ganze Stadt. Kostet mich 1,6 pro Gebäude, aber es brennt ständig was. Ständig. Von daher Blitzableiter. VIP-Gebiet. Sämtliche Schutzräume im Richtlinienbereich sind ausschließlich den Bürgern vorbehalten, die dort leben. Na, wir wollen jeden retten. Schnelle Erholung, das bietet sich, glaube ich, gerade dort. Wobei, ich komme ja eh mit dem Helikopter. Sonst hätte ich gesagt, gerade hier so auf kleineren Inseln, aber wenn die so oder so hier nur mit dem Helikopter hin und her fliegen, wird das schon passen irgendwie. Verbot für Verbrennungsmotoren. Können wir gern irgendwo anders machen. Elektroautos ist eine schöne Idee, ich weiß noch nicht wo, werden wir dann sehen. Filter für Industriemüll, habe ich den bei dir schon drin? Ja, perfekt. Verbindungen steigern, das kostet halt unendlich viel. Ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt. Wart mal ab. Reduziert Steuereinnahmen um 2% klingt nicht gut, erhöht die Bürgerzufriedenheit nur leicht. Ich spare es mir erstmal. Automatische Maut. Fahrzeuge müssen nicht länger an den Mautstellen anhalten, sodass der Vorgang erheblich schneller vor sich geht. Die Fahrzeuge müssen jedoch beim Passieren immer noch langsamer fahren. Erhöht den Verkehrsfluss bei Mautstellen. Sehr gut. Reduziert Mauteinnahmen um 30%. Wie schaut es denn aus mit Mauteinnahmen? 152. Und es laufen nur zwei Stück und die kosten mich 120. So gut ist das dann vielleicht doch noch nicht. Aber ganz ehrlich, ich mach das trotzdem, damit hier auch noch der Stau verschwindet. Industrie 4.0. Neue Technologien verändern den Personalbedarf in der Industrie. Alle industriellen Arbeitsplätze sind für hoch- und gut gebildete Arbeiter. Um 50% erhöhter Produktionsausstoß. Achso, ich habe noch keine hochgebildeten Arbeiter. Sonst hätte ich gesagt, das machen wir hier sofort, setzen wir sofort um und füllen dann die restlichen Arbeitsplätze mit Gewerbegebieten auf. Aber mir fehlt die Uni. Um 30% verringerte Arbeitsplätze pro Industriezone. Das wäre okay, aber ich habe nicht so viele Uni-Abgänger. Wir müssten erst eine Uni bauen. Nachhaltiger Fischfang. Die Fischindustrie ergreift Maßnahmen, um die Umweltbeeinträchtigung durch den Fischfang zu reduzieren. Reduziert die Fischereierträge um 10% und erhöht die Hafeninstandhaltungskosten um 15%. Erhöht die Zufriedenheit um 15% und die Gewerbeeinnahmen um 5%. Seien wir mal ganz ehrlich. Die Gewerbeeinnahmen werden... Ich habe jetzt im Moment wenig Gewerbegebiet gebaut, aber die werden irgendwann das locker übersteigen. Die Zufriedenheitserhöhung finde ich großartig. Und ganz ehrlich, dann nehme ich die höheren Kosten in Kauf. Delfinsicherer Fischfang. Die Fischfangindustrie nutzt neue Techniken, um während des Thunfischfischfangs die Anzahl toter Delfine zu minimieren. Reduziert den Fischertrag um 25%, erhöht die Bürgerzufriedenheit um 20%. Ich werde irgendwann keine Fische mehr fangen. Hier waren es jetzt 15? Nee, 10? Hier nochmal 25%. Das ist ein Drittel weniger. Das ist hart, aber... Erhöht die Bürgerzufriedenheit um 20%, was würdest du mehr? Rundflüge. Der lokale Fliegerclub beginnt mit der Organisation von Rundflügen. Erhöht die Flugzeuganzahl des Gebäudes, die Attraktivität und deren Unterhaltungswert der Stadt. Erhöht die Lärmbelastung durch das Gebäude um 50%. Das klingt nicht gut. Ich weiß, die sind extremst laut. Wir haben jetzt auch viel zu lange mit dem Richtigen eigentlich gebraucht. Das war so gar nicht gedacht. Was haben wir denn noch freigeschaltet? Uni, da sind wir dran. Sportarenen, kommt dann auch eine rein? Apropos Sportarenen, wie viele gibt es denn davon? Ne, das ist ein Museum. So. 5 Stück. Im Endeffekt werden es 3 Unis. Eine hier und eine hier.
Wir haben 5. Das geht leider nicht ganz auf. Dann würde ich sagen, hier oben eine rein. Hier 2 und hier 2. Wie ich das am Clevers mache, keine Ahnung. Welche sind denn das alles? Schwimmzentrum. Basketballarena. Leichtathletikstadion. Baseballstadion. Und irgendwas, was ich nicht ansatzweise lesen kann. Stadt. Stadion. Keine Ahnung. Stadion der vielleicht. Amerikanskoro. Was war das denn nochmal für ein Zeichen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mehr so viel Kyrillisch. Auf alle Fälle. Das scheint mir ein großes, überdachtes Stadion zu sein. Ach, Football. Naja. Football ist nicht so mein Ding. Baseball ist nicht mein Ding. Leichtathletik finde ich gut. Basketball bin ich eine Niete drin, aber warum nicht? Schwimmzentrum finde ich sehr gut. Steht da, wie viele Besucher? Ah, 750. Ist bei jedem das gleiche? Ja. Dann würde ich nämlich hier, weil es hier weniger Wasseranschluss gibt, hier irgendwo die Schwimmhalle hinstellen. Dann auf die Inseln packe ich alles, was ich nicht mag. Nee, keine Ahnung. Habt ihr alle dieselben Werte? Ja, nur die Kosten sind ein Stück weit anders. Aber so, wenn ich das richtig sehe, ist das überall dasselbe. Also muss ich hier dann noch ein bisschen Platz lassen für die beiden Stadien. Aber boah, dann würde ich hier ein Stadion mit reinstellen. Und hier unten, dann muss ich das nochmal ein bisschen ziehen. Wo haben wir es denn? Hier. Dass wir hier das Stadion irgendwo mit reinstellen. Wo gleich ein Autobahnanschluss ist. Und dann stellen wir da auch überall einen Bus hin oder was weiß ich. So. Drüben auch bitte ein Stadion mit hin. Wie wir es hier machen, keine Ahnung. Hier würde ich dann die Campi verteilen, großflächig über die Stadt. Das war bei mir genauso. Das ist echt anstrengend teilweise, aber so hatte jeder im Prinzip seinen Platz. Die Neutronenquelle war auch natürlich außerhalb der Stadt. Alles, was irgendwie laut und gefährlich war, haben sie außerhalb der Stadt hingestellt. Wir hatten auch noch richtige Altbaugebäude, wie zum Beispiel die Verbrennungsmotorenlabore. Die waren in einem Waldstück ziemlich nah an München. Oder in München eigentlich genau genommen. Aber es ist ein Waldstück. Die Bevölkerungsdichte nahm da auch immer mehr ab an der Stelle. Und dann der Hauptsitz mittendrin in der Stadt. Hätte nicht viel weiter in der Stadt sein können. Stadien, was ich mir eigentlich überlegen wollte. Also wenn wir hier das Aquarium hinsetzen. Was mag ich denn am wenigsten? Das Footballstadion, eindeutig. Dann stellen wir das Footballstadion hier oben hin. Das wird vermutlich am letzten Gesetzesbau, oder? Ja, keine Ahnung. Das Leichtathletikstadion hätte ich auch gerne an der Stelle, die mir sehr gut gefällt. Und ich würde sagen, genau das machen wir hier vielleicht in die Stadt. Beides, also Schwimmen gefällt mir, Leichtathletik gefällt mir, packen wir hier rein. Die Basketballarena. Stecken wir denn hier irgendwo mit rein? Müsste ja auch gleich freigeschaltet werden, ja. Dann kriegst du noch ein Baseballstadion hier hinten und dann hier oben, weil wir die Uni so oder so deutlich später freischalten. Kriegen die halt noch das Footballstadion. Wird schon passen. Nur, dass wir schon mal einen Plan haben. Das hätte ich vielleicht außerhalb der Folge machen sollen. Fiel mir nur gerade eben so ein. Und so könnt ihr auch das kommentieren, was mein Gedankengang ist. So. Einzigartige Gebäude, Stufe 5. Oh, wir haben mittlerweile mehr freigeschaltet. Das ist freigeschaltet, weil ich zwischendurch was ausprobiert habe. Das kriegt, schaltet man eigentlich erst bei 46.000 Einwohnern frei. 5.500 Passagiere im öffentlichen Nahverkehr, das bekommen wir schon hin.
Freizeitspezialisierung. Das dauert noch einen Moment. Und hier haben wir auch noch eine Arena. Oh, Fußball. Wie wäre es denn dann, wenn wir hier die Fußballarena irgendwo oben hinpacken? Hatte ich nicht noch irgendwo die Allianz Arena mir runtergeladen? Keine Ahnung. Statue der Industrie. Die sollte auch nicht mehr Ewigkeiten dauern. Wir haben jetzt schon 2000 Quadrate. Das haben wir auch irgendwie freigeschaltet, habe ich gar nicht mitbekommen. Freundlicher Stadtpark, den kriegen wir auch gleich. Das dauert nicht lang. Bildungsausgaben kommen von allein. Was haben wir hingebaut? Achso, die grüne Lunge. Gewerbegebiete, da war ich nicht sehr fleißig. Aber auch das kommt von allein. 300 städtische Dienstleistungsgebäude, auch das kommt von allein irgendwann. Eine Stufe 6 kriegen wir dann auch gleich. Dann wissen wir schon mal, was wir freischalten und wie. Und die, wann kommen die Monumente? Bei 85.000, ja okay, das dauert noch eine Weile. Aber dann kann ich mir zum Beispiel schon mal alles raussuchen, was in eine Kategorie fällt, die den bevorzugt bauen oder dergleichen. Ich mag zum Beispiel das Eden-Projekt sehr gern. Es gibt aber auch ein paar Monumente, die ich noch nie freigeschaltet habe, das bin ich ganz ehrlich. Sowas wie... Was denn? Tsunamis, das hatte ich freigeschaltet. Wandertouren, das hatten wir schon mal. Verlustfreie Zerstörung hatten wir schon mal. Wo war's denn? Irgendwas mit irgendwelchen Szenarien, die ich noch nie gemacht habe. Und wieso bist du denn freigeschalten? Keine Ahnung. Auf alle Fälle diese ganzen Szenarien-Sachen. Was, noch nie gemacht, sollte ich vielleicht mal machen. Das können wir ja gemeinsam dann machen. So. Zeppeline. Überlandbusse, U-Bahn, Berufsschule haben wir, IT-Cluster, Freizeitspezialisierung. Richtlinien haben wir uns angeschaut, wir können jetzt mittlerweile größere Sachen bauen. Und ganz ehrlich, würde es mir nicht so gut gefallen, hätte ich gesagt, trennen wir hier nochmal das Stück ab und machen hier dann einen Berliner Stil draus. Da gibt es einen interessanten Mod. Ah, das können wir dann hier drüben zum Beispiel irgendwo machen. Wird schon passen. Warum? Ist kurz in der Runde. Bürogebiete können wir jetzt haben. Zeppelin, nee, so. Müllverbrennungsanlagen. Merken wir uns. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Universitäten bauen wir dann noch. Gefängnisse. Kommt von allein irgendwann. Polizeihubschrauber haben wir schon gebaut. Wir kümmern uns gleich jetzt, damit ich mal irgendwas mache. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier richtig vorwärts geht. Richtlinien sind wichtig, aber lieber was bauen. Von daher die große Notunterkunft platzieren wir auf alle Fälle. Den hohen Antennenmast platzieren wir auf alle Fälle. Den Feuerwehrturm platzieren wir auf alle Fälle, damit es hier nicht ständig brennt. Das Weltraumradar würde ich oben auf den Berg mit hinpacken. Erdbebensensoren platzieren wir jetzt. Also wir müssen uns merken, ganz viel für Notfälle. Müllverbrennungsanlage. Auf den Solartrumpf nicht großartig. Die Heißluftballonturm brauchen, glaube ich, kein... Ding. Kein Depot. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist Lagerhäuser aufzustellen an größeren Gewerbegebieten, damit die wir Waren bekommen. So, das trifft alles die U-Bahn. Das passt schon. Ja, dann heißt es im Prinzip noch ein Stück laufen lassen für die letzten 150 Einwohner. Das sollte ja schnell gehen. Da soll ich einfach so drücken. Das Gebäude steht in Flammen. Wirklich? Das wäre mir nicht aufgefallen. Ich hoffe, das ändert sich mit dem Blitzableiter mit den Feuerwehrtürmen. Eine Sache, die ich noch nachschauen möchte. Du bist hier nicht unter Hub mit aufgeführt. Ist aber nicht. Du bist ein Hub dann. Ich hätte gerne dieses tiefgelegte Etwas herausgefunden, wie viel ich dafür brauche. Steht hier gar nicht mehr drin. Ach, erst bei 10.000. Okay. Ich dachte, das wäre bei den Hubs mit drin. Es gibt so einen tiefgelegten U-Bahnhof. Den würde ich, glaube ich, gerne hier irgendwo mit reinstellen. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo. Dann wollte ich herausfinden, wenn der freigeschaltet wird. Aber wenn das auch 10.000 sind, dann passt das.
die Müllverbrennungsanlagen, weil die hier vollgelaufen sind, ohne dass ich es mitbekommen habe, habe ich hier gleich mal zwei aufgestellt. Dann machen wir die jetzt leer. Und dann würde ich sagen, reißen wir die auch ab. Und dann ist hier Ruhe und ich würde das so oder so irgendwann dann hier abreißen. Ich glaube, sobald wir die 10.000 haben, dann habe ich meine Eisenbahn und dann können wir hier ordentlich ausbauen. So, meine Idee. Wir wollten uns um den Katastrophenschutz kümmern. Oder erstmal Feuerwehrtürme. Damit ihr mir hier nicht ständig irgendwie abfackelt. Ernsthaft? Kannst du das nicht einfach unter die Brücke mit hinbauen? Das halte ich für ein Gerücht. Nur fürs Verschiebe ich es dann. Aber das Miss hier? Vielleicht mit hinstellen? Du kommst nicht ganz bis zu dem Kreuz mit ran. Wie viel kostet mich denn einer? 96 die Woche. Ganz ehrlich, damit hier nicht ständig alles abfackelt, das ist es mir wert. Dann könnte man dich aber auch eigentlich noch ein Stück weiter hier in die Mitte stellen. Achso. Du möchtest nicht zwischen die Autobahnen? Nope. Vielleicht mit Mufet. Vielleicht möchte er das dann machen. Wenn ich den hier so hinstelle, dann kriegt er das Kreuz gleich mit. Nein, das Kreuz, das Dreieck gleich mit. Das taugt mir eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also stellen wir dich hierher. Und ich hätte dich am liebsten gern hier so ungefähr gehabt. Kann ich mir diesen Ort merken? Glaube schon. In diesem L-förmigen Haus. Wir müssen einen Baum abholen. Das müsste es gut gewesen sein. Und dann mit Mufet dich hier reinstellen. Wie auch immer die dann hierher kommen, die Leute, die hier arbeiten. Ich glaube, der muss gleich hier wohnen bleiben. Der kommt hier nie weg. Nee, keine Ahnung. In einem Tunnel. Oder das ist der Einzige, der hier links halten darf. Wer weiß. Auf alle Fälle funktionierst du so. Ja. So, wenn ihr jetzt nochmal die Bäume abbrennen lasst, Leute, dann kriegt das mit mir zu tun. So, dann würde ich, glaube ich, gerne noch einen hier hinstellen. Hier ist bisher noch nichts abgebrannt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Von daher stellen wir sicherheitshalber auch schon mal so einen Turm hin. Dass mir nicht ständig die Stadt abfackelt. Wie zum Beispiel hier. Ich kann nur vermuten, dass das Blitzeinschläge sind oder dass die ständig irgendwas anzünden. Und weil ich überall drumherum Bäume stehen habe, dass sich das ständig zu einem Großbrand entwickelt. Wegen den Bäumen. Keine Ahnung. So, Katastrophenschutz. Katastrophenschutzeinheit haben wir hier provisorisch schon mal stehen. Ich glaube, jede Stadt bekommt da auch eine. Und dann vielleicht noch eine in die Mitte. Wird schon passen. So, ich hätte gerne eine große Unterkunft. Wenn ich die zum Beispiel herstelle, deckt dieses ein ganzes Stück was ab. Und dann müssen wir halt noch ein paar Fluchtwege ziehen, aber das wird schon passen. Ich bin im Überlegen, das hier herzustellen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht zu nah an der Kreuzung ist. Aber da können wir ja dann einfach sagen, ihr könnt die Kreuzung befahren und die Sache läuft schon, denke ich. Oder ich stelle es hier hin. Das ist mir vielleicht ein bisschen weit weg. Ich habe auch überlegt, hier hin. Hier ist ja schon die Kreuzung. Aber dann wird hier unter Garantie die Ampel auch für diesen Bereich hier gelten, für den für die Notunterkunft. Und das möchte ich eigentlich nicht, da fahren so wenig Leute rein. Dann nehme ich dann lieber die Ampeln händisch raus. Und da ich stelle das Ding jetzt einfach mal hierher, bevor ich noch länger überlege, wie weit reist du? Oh, das müsst ihr hier dann sehen können. Ja, wird schon passen. Also, ich packe mir hierher. Dann Ansammlung Nummer 1. Das Ding wird geneigt. Ansammlung Nummer 2. Und beides kriege ich, glaube ich, auch so hin. Hier haben wir ja auch einen Überweg, dass ich euch einfach verbiete, dass ihr hier rüber gehen könnt. Dann verschwinden da auch die Dings. Die Fußgängerüberwege. Schöner Mod.
So, ihr dürft hier drauf fahren. Das passt mir so ganz gut. Nächste Sache. Wo ihr müsst auch hin und wieder links abbiegen. Das wird selten vorkommen. Ampel aus. Du hast da ein Stoppschild und die Sache sollte laufen. Wobei, eine Sache würde ich, denke ich, machen. Dass wir die hier verbinden, zwar ganz normal, wie es jetzt auch ist, aber dass ihr nur hier rüber dürft, dass ihr hier nicht nochmal wechselt. Dass ihr euch gleich schon mal vorher überlegt, wo ihr langfahren wollt. Und wenn das hier sich dann an der Straße, an der Kreuzung staut, müssen wir es nochmal anpassen irgendwie. Aber wird schon werden. Oh, eine Sache fällt mir gerade noch auf. Genau. Was habe ich jetzt noch nicht gemacht? Ihr dürft nur rechts abbiegen. Was wird dann, wenn die alle hier wieder rausfahren? Vermutlich ein ganz schönes Heckmeck, weil die dann irgendwo langfahren. Aber wie oft hat man hier schon mal eine Katastrophe? Das wird schon passen. Euch geht's gut. Mit Wasser wird er befüllt, mit Nahrung und mit Strom. Läuft. Dann die großen Punkte. Ah, du kommst bis zum Industriegebiet hin. Das war so gar nicht unbedingt gedacht. Kennt ich dich? Du kannst die Kabel nicht über die Autobahn ziehen. So ist es genau dran. Schade. Da sind die nicht hoch genug. Die müssen ja der Erde verankert werden. So würde es gehen. Und wenn ich den hier hinstelle, dann komme ich bis an die Ecke, oder? Ich glaube, das geht gut aus. Oder wir stellen den hier noch weiter rein. Dann kommen wir aber nicht mehr ganz bis in die Ecke. Aber ganz ehrlich, würde ich die Stadt bis zur Ecke befüllen? Höchstwahrscheinlich nicht. Von daher finde ich es auch nicht so verkehrt, wenn wir den hier hinstellen würden. Aber das geht nicht ganz auf. Da ist die Straße im Weg. Funktioniert das anders? Also die Parks kann ich ohne Probleme rausnehmen. Dass er dir die Häuser löscht, das finde ich nicht so schön, aber das würde ich eingehen. Und dann werde ich auch mein Dings einfach verschieben. Mein Friedhof. Ist das eine Idee? Ich glaube schon. Damit ist nur noch die Frage. Nein, nicht MT. Die kann ich nicht verschieben. Geht das mit dem Move-Halt-Mod? Wisst ihr was? Ups. Rückgängig. Gibt es hier nicht einen Einrastmodus oder so? Ach so. Dann kann ich den doch verschieben. Ach so. Ich muss dich erst noch drehen. So. Warum auch? Einfach nur Rechtsklick wäre einfacher gewesen, meiner Ansicht nach so. Aber das hatte ich vorher nicht bedacht. Konnte ich auch vorher nicht wissen, weil ich ja nicht wusste. Achso, überall wo die Leitungen sind, da verbietest du das Wachstum von Häusern. Verstehe. Das macht aber nichts, das gehe ich ein, das Risiko. Ich drücke mal kurz auf Pause. Nur noch 55 Einwohner, wir haben die 10.000 geschafft. Wie schaut's denn dann hier aus? Ich glaube, dann kann ich meine Lückenfüller-Parks wieder rausholen. Ne, das sind keine Parks.
zurück zur... Das höchste Gebäude der Stadt. Der Funkturm. Kann ich mir sogar schon den Radius anschauen? Katastrophenerkennung, Funkabdeckung. Da braucht es noch einen Moment, bis es das neu berechnet hat. Da kommt's. Hier werden keine Leute wohnen. Ich werde nicht ganz bis an den Rand ranbauen, denke ich. Das hier habe ich auch nur gemacht, weil es hier gut im Prinzip durch den See nochmal abgegrenzt ist. Ich finde es nur ein bisschen schade. Obwohl, da kann ich mit dem Movement-Motor auch Bäume hier rüberschieben. Sonst hätte ich gesagt, schieben wir hier nochmal 1, 2, 3 Bäume hin, damit es nicht so komisch ausschaut. Aber das passt so auch schon. Dann haben wir auf alle Fälle auch die komplette Stadt schon mal abgedeckt. Wobei, hier hat er Probleme, wo die Höhenunterschiede in Anfang. Aber es geht noch gut auf, würde ich sagen. Muss man mal schauen, wo wir dann den nächsten hinstellen. Aber erstmal ist es gut abgedeckt. Die Industrie ist jetzt natürlich ein bisschen rausgegangen. Das finde ich schade, aber das passt schon. Möchte ich dann hier an der Stelle den Friedhof haben. Eigentlich war das ganz anders geplant. Das Problem ist, ich kann ihn nicht einfach hier rüber schieben. Ich könnte ihn hier, obwohl hier könnte passt auch noch ein größeres Gebäude hin, vielleicht sogar ein Park oder dergleichen. Wenn ich ihn hier rüber schiebe, fahren sie nämlich hier lang und können nicht... Ah ne, die müssen ja reinfahren, glaube ich. Wie funktioniert das mit den Friedhöfen nochmal? Ihr müsst reinfahren, oder? Ich brauche einen kleineren, damit ich den hier schön platzieren kann. Ach, jetzt ist es hier schon platziert. Hier gibt es auch Einbahnstraßen. Ja, die ist zu gering. Das kann ich aber hier vielleicht mir anschauen. Du bist ja eine Straße, die hier herkommt. Have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Und das wird grün, wenn wir das hier hinsetzen. Also die müssten da reinfahren. Und reinfahren können die eigentlich auch hier. Das heißt, wir könnten denen eigentlich, denke ich, ohne Probleme... Was das? Okay, Escape hat die Lösung gebracht. Ich habe sehr genau auf den Friedhof geklickt, liebes Spiel. There are reports that some sort of bird tornado has touched down in the area, which the media has dubbed Chirpnado. Seek shelter if any is available and stay there until the chirping can no longer be heard. Ach so, klappt's wieder nicht mehr so gut. Von wegen, die müssen da reinfahren, die fahren von da weg. Was mit dem Chirp? Nee, du, schauen wir uns gleich an. Der wollte schon wieder die Seile nehmen. Komm, dann lass mal es da stehen, bevor ich hier noch mehr kaputt mache. Wird schon passen. Passt das wirklich auch? Ja. Sharpnado, wo haben wir dich denn? Warum tauchen die jetzt ein? Die sind sonst super selten. Ich glaube, der Ragnarök-Mod hat mir irgendwie das auch geändert, dass sie jetzt plötzlich viel öfter auftauchen. Können wir das nachschauen? Also nicht, dass das ein Problem ist. Im Gegenteil, ich finde es gut, weil die bringen positive Effekte, aber... Das ist vielleicht ein bisschen häufig. Ja, Sharpnado ist häufiger als Tornado. Das ist vielleicht nicht richtig. Stellen wir mal die Häufigkeit ein wenig runter. Aber schick ist es auf alle Fälle. So. Ich würde den Katastrophenschutz gerne noch fertig machen, auch wenn die Folge schon relativ lang geht. Funk auch hier. Da hat er ein Problem mit der Kante, aber es funktioniert noch. Und hier würde sogar einer, den wir hier irgendwo in die Kreuzung mit dran stellen.
einen Erdbebensensor reichen. Bei der ganzen Ecke. Obwohl, wie teuer sind die denn? Du, kostet 443 so ein Erdbebensensor. Ja, komm. Dich packen wir hier irgendwo weiter mit hin, dass du schön in der Ecke bist. So ungefähr. Lass mir noch ein bisschen Spielraum, dann muss ich hier dann schauen, wie ich baue. Aber dann ist hier schon mal einer. Dann kommen wir auch bis hier hinten mit ran. Ich werde nicht ganz bis in die Ecke bauen, aber wenn der nicht so viel kostet, dann warum nicht mitnehmen? Hier würde super ein Erdbebensensor reinpassen, denke ich. Den kann man hier gut verstecken. Und? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Tsunami-Warnbojen haben wir schon. Wetterradar haben wir nicht und auch das Teleskop nicht. Und ganz ehrlich, das Wetterradar, ich glaube, so langsam ist es einfach Zeit dafür. Das verschieben wir dann nach oben. Ach komm, dann können wir auch gleich die Schüssel mit reinsetzen. Und wegen kann ich mit reinsetzen. Das Ding ist groß. Nur damit wir gewarnt werden. Kann ich dich nicht noch verschieben? Und dann... Yeah. Jetzt nicht. Na gut. So. Alles nur rein pro. Oh, da fehlt Wasser. Alles nur rein provisorisch. Aber mehr muss es ja auch erstmal nicht können. Du willst auch noch mehr Wasser. Und dann werden wir jetzt zumindest gewarnt, wo das kommt. Und dann wissen wir auch, ob da irgendwas gemacht werden muss oder nicht. Ja, dann haben wir alles, was bei 7500 jetzt reinkam, gemacht. Aber ich habe auch Ewigkeiten gebraucht. Achso, hier sind wir bei 10.000. Ganz ehrlich, dann fangen wir nächste Folge halt an mit Zügen und sonstigen Sachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als gedacht. Aber ich finde sowas wichtig, dass man sich auch mit ein bisschen Mikromanagement um die Stadt kümmert. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann größere Sachen mit der Bahn. Ich würde sagen als allererst, dass wenn wir schon mal die Bahn haben, dann machen wir nicht hier das Kreuz wie ursprünglich gedacht, sondern kümmern uns hier, wobei, es ist deutlich weniger geworden durch das Automatische. Und ich kann mich täuschen, aber es hat sich auch ein bisschen besser verteilt, so wie es jetzt scheint. Wie viel Geld machen wir denn damit jetzt? Entschuldigt, dass es nochmal hinauszögert, aber es passt. Finde ich gut. Es hat sich schon ein bisschen aufgelöst. Kann man das nachschauen? Verkehr. Ja, allzu wenig ist es immer noch nicht. Aber ich glaube, wenn wir hier noch den Bahnhof reinstellen, wird das schon passen. Dann beim nächsten Mal den Bahnhof, bevor ich jetzt nochmal anfange. Vielleicht schauen wir uns generell auch mal hier die Stadt an, ob alles läuft, aber es beschwert sich zumindest erstmal niemand. Und ein guter Indikator ist auch, ob die Leute glücklich sind. Da sind wir bei 86%. Hier ist alles schön blau. Das wird passen. Gut, dann sehen wir uns in 16 Einwohnern wieder. Bis dann.